Physik umpasst, ihr Chor, dann Physik pass, pass, dann Chor, Physik, also krass, ich für, wenn ich krass, ich frag. Und distanziert. Hey Leute, ihr seid zu Gast beim Podcast Nah und Distanziert, der Podcast rund um kritische Perspektiven auf soziale Arbeit. Gemeinsam werden wir mit unseren Gästen die aktuellen Bedingungen und Herausforderungen von sozialer Arbeit diskutieren und mit ihnen über persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Zustände und ihre politischen Forderungen sprechen. Wir freuen uns heute auf unseren zweiten Gast bei Nah und Distanziert, Victoria. Victoria arbeitet in einem Frauenhaus in Berlin. Ich bin Christian und werde heute zusammen mit Lotte das Gespräch moderieren. Wir haben uns jetzt hier online verabredet zum Aufnehmen. Es ist jetzt gerade Anfang Mai und es sind so die neuesten Lockerungen in den Ausgangsbeschränkungen und so weiter beschlossen worden. Und Christian, Victoria und ich kennen uns auch aus dem Studium und freuen uns auf ein persönliches Gespräch und auch mal ein Wiedersehen. Victoria, willst du kurz dich und deine Arbeit kurz vorstellen, ein paar Sätze? Ja, hi, schön, dass ich bei euch sein darf. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Mein Name ist Victoria, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite seit über einem Jahr in einem Frauenhaus in Berlin. Und mache parallel dazu auch noch gerade meinen Master im kulturwissenschaftlichen Bereich. Genau, und wie gesagt, ich arbeite in einem Berliner Frauenhaus als Sozialarbeiterin und genau, da bin ich so ungefähr 25 Stunden die Woche und arbeite da im Frauenbereich. Das heißt, ich bin irgendwie für einige Bewohnerinnen, die ich als Bezugsbetreuerin berate, die erste Ansprechpartnerin. Und berate die da zu allen möglichen Belangen, zum Beispiel, weiß ich nicht, was Sozialleistungen angeht, was die Wohnungssuche angeht, was irgendwie Gewaltschutzmaßnahmen angeht und auch so psychosoziale Dinge. Und gucke eben, dass die gewaltbetroffene Frau, die bei uns im Frauenhaus wohnt, mit der Zeit irgendwie wieder in ein selbstständiges Leben kommt und versuche, die dabei eben zu unterstützen. Das ist meine Arbeit. Ja, und gut in den Podcast einzusteigen, wollen wir natürlich die erste Frage stellen, die natürlich einen Bezug hat zu unserem Podcast-Namen, der nah und distanziert ist. Und uns hat im Vorfeld vor allem auch interessiert, auch in der Erstellung des Podcasts, wie hat sich denn die Arbeit bei euch jetzt im Frauenhaus im puncto Nähe und Distanz verändert? Also so generell ist die Arbeit im Frauenhaus natürlich irgendwie eine Arbeit, die uns ganz oft, also sowohl uns Mitarbeiterinnen als auch die Bewohnerinnen des Frauenhauses vor so Fragen von Nähe und Distanz stellt. Also das Frauenhaus ist ja auch eine Kriseneinrichtung und zudem ist es auch eine Kriseneinrichtung mit so einem besonderen Charakter, dadurch, dass dieser Ort einerseits als Wohnort für die Bewohnerinnen, für die Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, fungiert und andererseits aber auch für uns Mitarbeiterinnen so als Arbeitsplatz. Und das ist ja schon irgendwie so eine komische Mischung, die uns vor diese Fragen stellt. Und so ein Beispiel, in dem sich das ganz gut äußert, finde ich, ist so diese Frage von, wie sprechen wir uns überhaupt gegenseitig an? Und wir haben da so die Handhabung im Frauenhaus, dass wir uns siezen und gleichzeitig aber auch beim Vornamen nennen. So. Und ich glaube, so vorher, zu Beginn meines Studiums oder so, hätte ich so gedacht, boah, was soll denn siezen? Ne? Also ist das nicht irgendwie so ein komischer, ist das nicht irgendwie so was Komisches? Vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass wir da so viel Zeit eben miteinander verbringen, dass wir die Frauen auch in, also ganz, dass wir denen irgendwie auch ganz nah sind, ne, und in so ganz intimen Lebenssituationen auch kennenlernen. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich das eigentlich eine ziemlich gute Handhabung so, dieses Siezen, weil es ja auch gleichzeitig irgendwie dann auch sprachlich widerspiegelt, dass wir uns in einem professionellen Kontext befinden,
so zu den Klientinnen und gleichzeitig aber auch, dass wir uns in einem Machtverhältnis befinden zu diesen Frauen, das auch nicht irgendwie durch vielleicht Duzen oder so weggemacht werden kann. Und dadurch finde ich das, also einerseits dadurch finde ich das total sinnvoll, das Siezen, und andererseits aber auch so als Ausdruck von Respekt, der über ein Siezen ja sozusagen gewährleistet wird. Und ich finde vor allen Dingen so im Hinblick auf die erfahrene häusliche Gewalt der Klientin ist das irgendwie sehr wichtig, die zu siezen, um den damit auch so ein bisschen zu spiegeln, ey, ich sehe dich irgendwie als mir gleichberechtigt an und ich nehme dich ernst und ich nehme dich irgendwie in deiner Rolle als Subjekt auch wahr, als handlungsfähiges Subjekt, weil die kommen ja oft aus so einer Erfahrung, wo denen eben ihr Subjektstatus abgesprochen wurde und wo sie eben sehr respektlos behandelt wurden und wo das eben überhaupt nicht gewährleistet wurde. Und dadurch finde ich dieses Siezen und die gleichzeitig aber beim Vornamen nennen, was schon auch dann wieder so eine Nähe irgendwie suggeriert, sehr, sehr sinnvoll. Genau, das ist so der eine Punkt, was so eine knifflige Frage ist, irgendwie in Bezug auf Nähe und Distanz. Und das andere Beispiel, was mir dazu einfällt, ist so der Kontakt zwischen uns Mitarbeitenden und den Bewohnerinnen nach dem Frauenhausaufenthalt. Weil es ist ja so, dass im Frauenhaus haben wir, wie ich ja gerade schon gesagt habe, irgendwie einen sehr engen, intensiven Kontakt zu den Bewohnerinnen. Und also ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir die eben so einmal die Woche berate ich die Bewohnerinnen, die sozusagen in meiner Gruppe sind. Das sind so 4 bis 5 Bewohnerinnen, für die ich sozusagen zuständig bin. Und genau, es gibt halt Bewohnerinnen, Frauen im Frauenhaus, die auch irgendwie bis zu einem Jahr im Frauenhaus wohnen, bis irgendwie alles abgeklärt ist, bis sie dann in ihre eigene Wohnung oder in ein anderes Zuhause ziehen können. Und das ist, also innerhalb dieser Zeit laufen ganz viel ganz prägende und wichtige Sachen irgendwie ab, die ich auch versuche, wo ich die Bewohnerinnen versuche zu unterstützen. Also seien es irgendwie so Sachen, so Gewaltschutzfragen, die Frau muss oft raus aus dem Mietvertrag oder es muss irgendwie die Existenzsicherung der Frau gewährleistet werden, also entweder durch irgendwie einen Jobwechsel oder die Beantragung von Sozialleistungen auf ihren eigenen Namen und eben nicht mehr zusammen mit dem Mann. Die Versicherung muss irgendwie gewährleistet werden, es müssen sich um sorgerechtliche Fragen müssen geregelt werden. Und dann muss eben auch eine eigene Wohnung gesucht werden. Und da versuche ich irgendwie dann als Mitarbeiterin im Frauenhaus diese Bedarfe bei der Frau festzustellen und die dann eben auch dahingehend zu unterstützen, dass sie das selbstständig irgendwie regeln kann. So, und wenn ihr euch so vorstellt, dass das passiert alles innerhalb dieser Zeit und gleichzeitig ist die Frau ja sozusagen in einer Krisensituation und hat ganz, ganz viel Scheiße erlebt und dadurch wird das eben nochmal erschwert oder davon ist das eben auch geprägt, diese Schritte. Und du bist dadurch eben so sehr nah an den Frauen dran. Und genau, so. Und dann, wenn alles irgendwie ideal gelaufen ist, dann zieht die Frau irgendwann aus in ihre eigene Wohnung. So, und dann hat man vielleicht noch ein paar Mal so Kontakt, um beispielsweise Briefe, die noch ins Frauenhaus kommen, an die weiterzusenden. Oder dann kommt die vielleicht vorbei und holt noch ein paar Sachen ab. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Frauen, die schon ausgezogen sind, eben zu irgendwelchen Sommerfesten oder zu Weihnachtsfeiern kommen ins Frauenhaus. Aber das war es dann halt auch, ne? Und da habe ich ganz oft einerseits von den Frauen so das Feedback bekommen, dass sie dann so in einem Abschlussgespräch so sind. Oh, okay, und was passiert jetzt so mit uns? Und können wir weiter irgendwie Kontakt halten oder so? Und das ist in der Regel halt nicht vorgesehen, ne? Und also ich merke auch so selber, wie ich mich dann oft frage, so, boah, wie geht, ich würde schon gerne wissen, wie es denen jetzt gerade geht, ob es denen gut geht, was die so machen, ne? Und das ist dann schon schwer, dass dieser, die Nähe, die einst so ganz, ganz stark da war, auf einmal so komplett runterfährt und sich so von 0 auf 100 auf einmal in eine Distanz verwandelt. Und das ist total schwierig und gleichzeitig sehe ich das aber auch als
notwendig, so, ne? um auch Grenzen zu ziehen und auch sich dann wiederum auf die akuten, in Anführungszeichen, Fälle im Frauenhaus zu kümmern. So. Aber das ist zum Beispiel einen total großen Mangel an so Angeboten für die Frauen gibt nach dem Frauenhaus, so Nachsorgesachen, irgendwelche Stellen, an die sie sich wenden können, explizit eben an Frauen gerichtet, die aus dem Frauenhaus ausgezogen sind in ein selbstständiges Leben. Das macht es halt noch mal schwieriger, dass es diesen Mangel gibt, sich dann da so komplett rauszuziehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass dann irgendwann so ein Cut passiert. Aber mir kommt der Cut irgendwie manchmal so ein bisschen zu hart vor und ich würde mir im Idealfall irgendwie wünschen, dass das ein bisschen schrittweiser geht oder dass ich zumindest auch im Hinterkopf habe, so, boah, die Frau ist jetzt in der und der Gruppe oder angebunden an das und das Projekt. Das würde es mir, glaube ich, leichter machen, da irgendwie dann auf diesen Wechsel von ganz nah auf ganz distanziert klarzukommen. So. Genau. Das heißt, du siehst diesen Cut auch als notwendig an, hauptsächlich dadurch, dass du halt auch nicht die Arbeitszeit hast, dich sozusagen weiter in Kontakt zu bleiben und weitere Gesprächsangebote oder so zu machen, weil du musst, deine Arbeit ist, die Frauen in Krisensituationen zu beraten und dann hast du dann keine Zeit mehr. Also dieser Kontakt ist auch deswegen sozusagen. Genau, ja. Habe ich bedingt. Ja, total. So. Und ja, also es ist halt schwierig. Ich würde auch sagen, natürlich, wenn man sich so anguckt, da kommen so Frauen aus Gewaltsituationen und dann ist es natürlich, liegt es mir natürlich total nahe, irgendwie auf Nähe zu gehen und den Frauen Nähe zu signalisieren und auszustrahlen, anstatt Distanz. So. Auf den ersten Blick ist das so der naheliegende Schritt, aber gleichzeitig merke ich auch, wie wichtig es ist, dann einen Schritt zurück zu gehen, eben aufgrund der auch prekären Arbeitsbedingungen, so, und dass ich eben nicht alles leisten kann, wie das eben so oft suggeriert wird, sondern dass ich mich schon irgendwie auf auch meine Arbeitszeit irgendwie beschränken muss und auf die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen, um irgendwie auch nicht so komplett auszubrennen, ne? Und was ich auch noch total, total wichtig finde, in dieser Nähe-Distanz-Frage und wo ich auch so dafür bin, mehr auf Distanz zu gehen beziehungsweise Grenzen klar zu setzen, ist, was zum Beispiel, also ich finde das wichtig, da Grenzen aufzuzeigen im Hinblick auf so die Schürung möglicher neuer Abhängigkeitsverhältnisse, so, ne? Weil die Frauen kommen ja ganz oft aus so finanziellen, emotionalen Abhängigkeitsverhältnissen und dann kommen sie ins Frauenhaus und sind da wieder mit einer Person konfrontiert, und eigentlich ist es ja so unsere Aufgabe, die zu unterstützen, aber ich merke so, wie das oft auch so dahingehend geht, dass das mir so irgendwie suggeriert wird, ich muss jetzt alles für die Frau irgendwie machen und versuchen zu tun, was in meiner Macht steht, damit ich da irgendwie ein besseres Leben garantieren kann oder so, ne? Und ich glaube, da ist total wichtig aufzupassen und zu sagen, ey, erstens habe ich nicht die Mittel, alles zu tun und ich muss auch irgendwie auf mich achten. Und es ist eben auch nicht der Sinn, der Sinn der ganzen Sache, dass ich irgendwie sage, ey, ich erledige hier alles für dich und tue irgendwie alles, was ich kann, vielleicht auch über meine Arbeitszeit hinaus oder so, weil das dann eben ganz schön schnell wieder in diese Richtung gehen kann von, ich mache die Frau abhängig von mir, so, ne? Weil, also ich finde das zum Beispiel ganz augenscheinlich, wenn es so um die um das Ausfüllen von irgendwelchen Anträgen geht, ne? Also eigentlich ist so vorgesehen, dass wenn es um die Beantragung von Jobcenter-Leistungen oder so geht, dass wir dann da mit der Frau sitzen und die unterstützen. So, die füllt den Antrag aus und wenn sie irgendwelche Fragen hat, dann kann sie mich fragen, ey, was hast du eigentlich dies und das? Und dann kann ich sagen, hey, da musst du das und das hinschreiben. So. Aber das erfordert natürlich unglaublich viel Zeit. Also du sitzt da irgendwie dann 3 Stunden und füllst einen Jobcenter-Antrag auf. Und gleichzeitig, wenn ich aber so im Hinterkopf habe, ey, ich habe aber noch so und so viele Frauen,
und muss noch ganz viele Sachen machen, dann passiert es schon mal, dass ich sage, ach scheiß drauf, dann mache ich das eben schnell selber, damit ich Zeit spare und irgendwie allen meinen Aufgaben so gut nachkommen kann. So, ne? Aber das kann eben ganz schnell dazu führen, dass die Frau dann eben nicht irgendwie lernt, wie kann ich das dann eigentlich zukünftig auch in meiner eigenen Wohnung, wenn ich auf mich alleine gestellt bin, sowas meistern, so, sondern dass es eine größere Abhängigkeit irgendwie kreiert, obwohl es die Frauen eben gerade erst geschafft haben, sich von anderen Abhängigkeiten zu lösen. Also es ist total tricky und genau, also da finde ich es auch eben total wichtig, nicht so dieser Denke zu verfallen, die ist ja auch im Allgemeinen so total gilt, so, wenn ich mich nur stark genug anstrenge, dann kann ich alles schaffen, die jetzt vielleicht so in Bezug auf die Frauenhausarbeit irgendwie übersetzt werden könnte in, wenn ich mich nur stark genug anstrenge, dann kann ich der Frau irgendwie ein besseres Leben garantieren oder dann kann ich die vielleicht sogar in Anführungszeichen retten, sondern dass ich da eben so reflektiere und sagen kann, ey, das kann ich überhaupt nicht machen, weil wir befinden uns irgendwie erstens in Machtstrukturen wie Sexismus oder Rassismus, die eben dieses komische kapitalistische Versprechen eben nicht für alle gleich realisierbar machen. So, ne? Und das hat nichts mit meiner Anstrengung zu tun. Es gibt eben einfach Grenzen, die durch diese Machtstrukturen aufrechterhalten werden oder geschaffen werden. So. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass dabei auch bei diesem Ding, ich muss mich als Sozialarbeiterin nur hart genug anstrengen oder ich mache irgendwie alles und reiße mir ein Bein aus und missachte vielleicht auch meine Arbeitszeiten oder meine persönlichen Kapazitäten. Diese Denke, dabei wird ja auch der Staat irgendwie aus der Verantwortung genommen, ne? Also und seine Aufgabe, den Frauen, die von Gewalt betroffen sind, irgendwie alle notwendige Unterstützung zur Verfügung zu stellen, während wir dann eben versuchen, in unserer Rolle als Sozialarbeitende in dieser prekären Arbeitssituation von Unterbezahlung und Unterbesetzung eben versuchen, dann so die Lücken, die der Staat eben sozusagen irgendwie entstehen lässt, wie wir versuchen, dafür irgendwie dagegen anzukämpfen. So. Und ja, genau, das ist damit, finde ich, auch ganz stark verbunden. Hast du da Möglichkeiten gefunden, damit irgendwie transparent umzugehen, mit was für Kapazitäten du hast und was eigentlich deine Möglichkeiten sind? Oder auch eben so strukturelle Probleme anzusprechen und nicht als dein eigenes Versagen so? Ja. Anzusehen. Also voll. Ich versuche das total irgendwie so immer wieder zu reflektieren und auch meine eigenen Grenzen den Bewohnerinnen, den Klientinnen gegenüber klar zu formulieren und das auch irgendwie mit meinen Kolleginnen zu besprechen. Aber ich merke eben auch, wie diese dauerhafte Krisensituation, in der wir uns ja tatsächlich einfach befinden in einem Frauenhaus, die immer ganz schnell ganz viel Handeln erfordert und so Reaktionen auf bestimmte Notlagen erfordert, dass das das natürlich hemmt, ne? Also, dass wir immer irgendwie zuerst verleitet sind, was nicht so sein sollte, verleitet sind, uns um diese Notsituation zu kümmern, ganz schnell zu gucken, okay, was können wir machen, damit das und das irgendwie besser läuft, damit es der Frau besser geht, damit sie eben nicht mehr bedroht ist, damit irgendwie Sachen in Richtung Selbstständigkeit erledigt werden können, dass dann ganz oft die politischen Forderungen, die damit einhergehen und die uns ja auch sozusagen immer an so eine Schmerzgrenze kommen lassen, dass das oft hinten runterfällt. So. Und mir wäre irgendwie für die Zukunft total wichtig, dass da auch erstmal so unter den Mitarbeiterinnen überhaupt erstmal so ein Konsens besteht oder ich glaube, der besteht schon, aber dass das wieder stärker in den Blick so gezogen wird, ne? Also, dass da sich auch eben vielleicht dann doch mehr Zeit genommen wird, um irgendwie, weiß ich nicht, Brandbriefe zu verfassen an irgendwie politische Stellen oder, keine Ahnung, dass wir demonstrieren oder irgendwie um die Missstände
aufmerksam machen und unsere Forderung nach mehr Entlohnung und mehr Frauenhausplätzen, mehr Entlohnung, mehr Personal, dass wir die einfach nochmal stärker und regelmäßiger betonen. So. Aber klar, das passiert natürlich auch schon so, ne? Und das ist auch total wichtig, sich weiterhin zu vernetzen mit anderen Frauenhaus, mit anderen Frauenhäusern oder mit anderen Anti-Gewalt-Projekten. Das passiert, da passiert schon ganz viel so, ne? Aber ich merke trotzdem gleichzeitig, dass so die Reflexion auch dieser politischen Verhältnisse, die uns ja einfach auch in diese schwierigen Situationen immer wieder bringen im Alltag, dass die Reflexion da so ein bisschen fehlt, die kontinuierliche. Ich habe das jetzt so verstanden, dass quasi zum einen gehen ja Leute davon aus, dass so in Krisenzeiten da auch irgendwie ein Raum irgendwie da ist, zu sagen, Dinge zu verändern. Und gleichzeitig habe ich das jetzt so verstanden, dass die Corona-Krise eure Arbeit im Haus ja auch nochmal irgendwie stark verschärft, dass somit auch quasi eine politische Arbeit gerade irgendwie gar nicht möglich ist, obwohl gerade viele Leute eigentlich denken, genau jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt für halt genau diese Briefe zu machen, um demonstrieren zu gehen und politische Forderungen zu stellen. Ja. Ich finde es irgendwie interessant, weil ich irgendwie merke, irgendwie da verändern sich ja schon nochmal die Arbeitsbedingungen sehr stark. Vielleicht könntest du da ja nochmal irgendwie was irgendwie nochmal so erzählen. Was sich da jetzt nochmal so konkret verändert hat. Vor allem auch so im Punkt zur Nähe und Distanz, das finde ich dann schon noch ziemlich aufregend. Ja, ja. also es ist natürlich sau schwierig gewesen, oder es ist immer noch, sich auf diese neue Situation irgendwie einzulassen und da auch irgendwie gute Strukturen zu schaffen, dass wir weiterhin bestimmte Sachen einfach den Frauen gewährleisten können. Und wir haben uns da schon, glaube ich, relativ früh irgendwie Gedanken gemacht und hatten das relativ früh auf dem Schirm und haben dann eben auch früh angefangen zu gucken, was können wir da überhaupt so machen, um weiterhin Sachen gewährleisten zu können, um weiterhin irgendwie eingeschränkte Beratung gewährleisten zu können, um im Haus irgendwie präsent sein zu können und so. Das haben wir relativ früh und ich glaube auch relativ gut gemacht. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, also das sage ich jetzt nochmal, dass wir eine Kriseneinrichtung sind, ne? Und dass wir immer einfach gezwungenermaßen dazu aufgefordert werden, uns mit so Ausnahmesituationen rumzuschlagen und schnell irgendwie Lösungen zu finden. Und demnach ist uns das, glaube ich, auch nicht so schrecklich schwer gefallen, uns auch auf diese neue Corona-Situation einzulassen. Und wir verfahren dann mittlerweile so, dass wir eben versuchen, möglichst, also dass wir immer noch irgendwie im Haus präsent sind, wenn auch irgendwie eingeschränkt. Das heißt, es sind immer nach wie vor Kolleginnen im Haus, aber auch viele Kolleginnen zur gleichen Zeit im Homeoffice. Und dass wir eben versuchen, die Beratungen, die vorher eben irgendwie physisch stattgefunden haben, auf so telefonische Beratungen umzuleiten. Auch wenn wir jetzt im Büro sind, telefonieren wir oft mit den Frauen oder eben die Kolleginnen aus dem Homeoffice. Und wenn es eben so ganz akute Sachen gibt, also beispielsweise einer Frau geht es ganz schlecht psychisch oder es geht darum, irgendwelche existenziellen Sachen zu besprechen oder Anträge eben zu schreiben zusammen oder auszufüllen, dann machen wir tatsächlich noch Beratungen, aber auch nur maximal 15 Minuten. Aber das gestaltet sich natürlich manchmal auch schwierig, das dann so einzuhalten. Aber wir versuchen es zumindest. Und dann sind wir eben, wie gesagt, schon auch vor Ort, weil ich glaube, das ist auch total, oder wir haben uns darauf verständigt, dass das total wichtig ist, auch in so einer Zeit, die total unsicher ist und wo ganz viele verschiedene Nachrichten und Informationen zum Umlauf sind und die natürlich auch verunsichernd auf die Frauen wirken, wenn man überlegt, es gibt natürlich viele, viele deutsche Frauen auch in Frauenhäusern, aber auch viele migrantische Frauen oder geflüchtete Frauen, die nochmal einen ganz anderen, eingeschränkteren Zugang zu Informationen haben. Und das wirkt dann natürlich vielleicht noch mal verunsichernder auf diese Frauen. Und da haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir da präsent sind und auch irgendwie eben weiterhin ansprechbar sind. Und genau, so, das ist das eine. Und wir versuchen eben, wenn wir im Haus sind, dann aber in so festen Teams zu arbeiten.
damit eben auch so die Ansteckung und die Ansteckungsketten versucht werden einzudämmen. Und genau, dann haben wir auch so einen Quarantäneplan erarbeitet, um zu gucken, was ist, wenn irgendwie eine Frau in Quarantäne muss. Da haben wir dann auch, da sind wir natürlich auch wieder ganz stark im Austausch mit anderen Frauenhäusern oder mit der Frauenhauskoordinierung, mit dem Senat, und haben dann eben so einen Plan aufgestellt, wenn, also was ist, wenn das Haus unter Quarantäne gesetzt wird und wir eben auch nicht mehr kommen dürfen. So mit so ganz verschiedenen Sachen. Und dann wurde natürlich, würde auch mehr Verantwortung an die Bewohnerinnen übertragen, so dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Versorgung mit Lebensmitteln oder die Beantwortung des Nottelefons oder so anbelangt. Genau, also da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und genau, klar, aber wie gesagt, diese Unsicherheit von Seiten der Frauen, die merken wir natürlich schon. Gleichermaßen gehen dann natürlich genauso wie im echten Leben, sage ich jetzt mal, die Leute ganz verschieden, ganz unterschiedlich mit um. Ne? Also manche haben sehr, sehr große Angst und gehen gar nicht mehr raus. Andere gehen damit so um, als wäre nichts, als hätte sich nichts verändert. So. Aber wir haben schon so vorgesehen und den Frauen auch nahegelegt, dass sie sozusagen die Gemeinschaftsräume nicht mehr so stark nutzen sollten, dass sie eben vorwiegend sich auf ihren Zimmern befinden sollten und so eine Sachen, Schutzmasken tragen und all so eine Sachen. Und das ist natürlich in einem Frauenhaus dann nochmal eine härtere Sache, als wenn du jetzt irgendwie sagst, versuch dich möglichst viel in deinen eigenen vier Wänden aufzuhalten, weil im Frauenhaus hast du halt ein Zimmer, ne? Und dann bist du da vielleicht mit deinen drei Kindern in einem Zimmer und musst da die ganze Zeit die Zeit verbringen mit denen und wahrscheinlich dann auch noch irgendwie denen die Hausaufgaben erklären und die dabei unterstützen. Das ist natürlich total schwierig, so, und viel schwieriger als so jetzt zum Beispiel für mich. Und hinzu kommt dann natürlich auch, dass diese ganzen Sachen, die notwendig sind, zu treffen, um irgendwann in eine Wohnung ziehen zu können, zum Beispiel Sorgerechtssachen, irgendwelche familienrechtlichen Sachen, Beantragung von WBS, Beantragung von Jobcenterleistungen, all so eine Sachen, die stocken jetzt natürlich, ne? Und die bringen die Frauen in so eine komische Wartesituation, und verlängern auch oft die Zeit im Frauenhaus. Und das ist wir versuchen natürlich, dass wir den Frauen den Aufenthalt im Frauenhaus so gut, so angenehm wie möglich gestalten können. Und gleichzeitig ist es aber eine Kriseneinrichtung, wo ganz, ganz viele Frauen mit den unterschiedlichsten schrecklichen Gewalterfahrungen irgendwie zusammenkommen. Und das macht natürlich was so mit der Stimmung. Und das ist nicht schön, lange im Frauenhaus zu sein, ne? Und ja, also ich glaube, dadurch ist es dann nochmal irgendwie schwieriger. Ja, du meintest ja, ihr seid jetzt deiner Meinung nach relativ gut vorbereitet auf so Quarantänefälle und auch, wie ihr das jetzt im Team aktuell geregelt habt. Mhm. Wie sieht es aus mit in der Zukunft? Es gibt ja so die Einschätzung, dass wenn weniger Leute in Isolation leben, dass dann auch wieder mehr Leute sich wirklich die Möglichkeit haben, Hilfe zu suchen. Also die Leute, die jetzt in den Häusern sozusagen festsitzen oder gerade nicht die Möglichkeit haben, Hilfeangebote in Anspruch zu nehmen, weil sie nicht ungestört telefonieren können, mhm, und so. Und da gibt es ja die Einschätzung, dass die Fälle oder dass die Leute, die Hilfe suchen werden, dass es stark ansteigen wird. Seid ihr da auch irgendwie darauf vorbereitet? Wie sollen wir darauf vorbereitet sein? Wir haben halt unsere Frauenhausplätze und die werden wir dann nach wie vor eben, wenn gegebenenfalls zur Verfügung stellen für gewaltbetroffene Frauen, wenn wir freie Zimmer haben. Aber viel mehr können wir da eben als Frauenhausmitarbeiterin auch gar nicht machen, außer natürlich weiter, was ich gerade schon meinte, die politischen Forderungen nach mehr Frauenhausplätzen, nach mehr Zufluchtswohnungen, nach mehr Wohnungen im geschützten Marktsegment hochzuhalten, so, ne? Oder mehr Beratungsangeboten. Das alles können wir machen, aber so mehr Ressourcen können wir nicht zur Verfügung stellen als Frauenhaus natürlich.
Ja, und du meintest ja selbst, dass eure Ressourcen jetzt stärker beansprucht werden, dadurch, dass Frauen länger bleiben durch die ganze genau, Verschleppung. Das wird bestimmt eine der längerfristigen Folgen davon sein, denke ich schon, ja, so. Genau, und es gibt ja jetzt aber so Pläne, irgendwelche Hotels anzumieten oder Ferienwohnungen und so. Kannst du davon was erzählen? Mhm. Genau, also es gibt schon, es ist so, dass der Senat schnell gehandelt hat. Die haben 2 leerstehende Hotels zur Verfügung gestellt und umfunktioniert als sozusagen temporäre Frauenhäuser. Das sind insgesamt 130 Plätze. Das eine Frauenhaus ist, glaube ich, vorwiegend für Frauen und Kinder vorgesehen und das andere, das zweite Hotel, ist für Corona-Infizierte, von häuslicher Gewalt betroffene Frauen vorgesehen. Genau, so, das läuft auf jeden Fall schon. Und genau, dadurch, dass das temporär geschaffen ist und auch dann nach der Corona-Pandemie wieder sozusagen natürlich zurückgeführt werden soll in Hotels, sind wir jetzt auch dazu aufgefordert, dass diese Frauen, die jetzt gerade da sozusagen sich befinden, dass wir die dann in unser Frauenhaus oder in die regulären Frauenhäuser aufnehmen. So schnell aber wie möglich. Regulär habt ihr ja sowieso, gibt es eigentlich sowieso zu wenig Plätze, oder? Ja, also es gibt viel zu wenige Plätze. Es gibt ja diese Istanbul-Konvention, die seit 2018 ist es geltendes Recht in Deutschland und genau, die haben eben sozusagen verschiedene Forderungen aufgestellt, so auch im Hinblick auf häusliche Gewalt, aber auch einfach so generell auf in Bezug auf Gleichstellung. Und wenn man sich diese Istanbul-Konvention anguckt und die Forderungen oder die Maßnahmen, die Regelungen, die da drin stehen, dann fehlen in Deutschland insgesamt 14.000 Frauenhausplätze und in Berlin sind das 600 Frauenhausplätze, die fehlen. Also es gibt so ungefähr 300 Frauenhausplätze insgesamt in Berlin und 600 fehlen nach Istanbul-Konvention. So. Und die fehlen auch nach Corona, ne? Und genau, also ich finde es auch total schwierig, wie dieser Diskurs über häusliche Gewalt gerade geführt wird. Ne? Ich habe so das Gefühl, dass so getan wird teilweise, dass häusliche Gewalt oder so genderspezifische Gewalt innerhalb Corona, als ob da so getan wird, dass das so eine natürliche Folge von Corona und von der Enge und der sozialen Isolation und so, die damit einhergeht, dass das so als natürliche Folge abgetan wird für die weiß ich nicht, die Täter eben eigentlich gar nichts können, sondern dass das eigentlich nur eine natürliche Konsequenz aus der sozialen von der sozialen Isolation ist. Und das finde ich ganz schwierig, so, ne? Als ich habe da so Sachen gelesen von irgendwie, die Männer sind jetzt wie Tiger im Käfig und so. Und das hört sich ja schon alles so sehr entschuldigend an und so und blendet ja komplett aus, dass es auch schon vor Corona häusliche Gewalt gab und dass häusliche Gewalt einfach ein Ausdruck von Sexismus ist und von einfach dieser, weiß ich nicht, dieser krassen sexistischen Gesellschaft, patriarchalen Gesellschaft, in der wir uns befinden und auch von so diesen vorherrschenden Rollenbildern über Männlichkeit und über Weiblichkeit so und dass Frauen irgendwie gehorchen müssen und dass Männer das Sagen haben und so und dass es eben eine jahrhundertelange Tradition hat und total in dieses Machtverhältnis eingebettet ist so und jetzt nicht ein Ding ist, was eben nur durch Corona oder so hervorgerufen wurde. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und das, finde ich, ist wichtig zu reflektieren. Und genau, dahingehend, also es ist natürlich toll, dass jetzt so schnell irgendwie, also das meine ich auch wirklich ernst, dass so schnell irgendwie so Lösungen gesucht werden, auch von Seiten des Senats oder von Seiten des Staates. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass die auch so in ganz vielen Supermärkten jetzt so eine Kampagne fahren von, wenn, also von so Plakaten, die da irgendwie hängen, die sensibilisieren sollen auf häusliche Gewalt und die auch Betroffene
die auch Betroffenen irgendwie Infomaterial oder Telefonnummern oder was auch immer zur Verfügung stellen. Und da werden schon irgendwie kreative Lösungen gesucht und gefunden. Aber mir wäre es total wichtig, wenn diese Aufmerksamkeit jetzt auch weiterhin auf dem Thema bleibt. Und genau, also ich frage mich so, warum wird jetzt mit Corona werden diese zwei Hotels irgendwie so ganz schnell aus dem Boden gestampft und es werden total viele Gelder ganz schnell so freigemacht und so gleichzeitig, was ist denn vorher gewesen? Also es wissen doch alle so, dass 600 Frauenhausplätze fehlen und warum kann da nicht schon früher irgendwie schneller und unbürokratischer was passieren? So, also das stört mich schon auch. Ja, aber im Moment, wie du gesagt hast, ist es ja schon eine neue Aufmerksamkeit da drauf und in Berlin sind jetzt ja auch Mitarbeitende in Frauenhäusern als systemrelevant eingestuft worden. Ja. Wie fühlst du dich als systemrelevant? Ja, ich fühle mich schon systemrelevant, klar. Habe ich mich auch vorher gefühlt. So, ne? Es ist cool, dass da jetzt so eine Aufmerksamkeit drauf liegt. Gleichzeitig ist es ja so ein bisschen auch ein Hohn, habe ich das Gefühl. Also ob das jetzt so für Sozialarbeiterinnen ist oder für Leute, die in Supermärkten arbeiten, für medizinisches Personal. So, ne? Es ist toll, dass es diese Aufmerksamkeit gibt und dass da auch irgendwie eine Wertschätzung mit einhergeht. Gleichzeitig finde ich, möchte ich dann auch gleichzeitig zu der hohen Aufmerksamkeit und zu der Wertschätzung bitte auch finanzielle Folgen so sehen. Also ich würde dann auch gerne mehr Geld sehen, weil sonst kann ich das nicht so richtig ernst nehmen. Und das mehr Geld einmal für dich, für deinen Lohn, aber auch für die Finanzierung der Frauenhäuser oder was du gerade eben auch gesagt hast, dass ihr eigentlich mehr Mittel braucht und nicht nur diese Krisen über die Krisensituation hinaus zum Beispiel zu arbeiten. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. So, mal gucken. Ich bin gespannt, wie das irgendwie wird, so ob diese Systemrelevanz auch noch nach Corona sich so hält und also ob das dann tatsächlich auch mal Taten folgen lässt. Das fände ich sehr schön. Ja, wir hatten ja irgendwie so ein bisschen so die Gegenüberstellung gemacht im Vorbereitungsgespräch mit so, naja, fühlst du dich systemrelevant und vor allen Dingen, wie fühlt es sich eigentlich an, systemrelevant zu sein, ohne halt systemrelevant entlohnt zu werden? Ja, voll. So, und irgendwie die Gegenüberstellung fanden wir irgendwie ziemlich irgendwie aufregend und wir haben ja so als nächste Frage, ist so ein bisschen, kann das ja so mal öffentlich machen, hier steht dann, inwieweit fühlst du dich handlungsfähig und ich habe das gerade so in Verknüpfung gestellt für mich im Kopf zu sagen, okay, ein Gefühl von Systemrelevanz haben, nicht systemrelevant bezahlt zu werden, inwiefern blockiert das eigentlich so deine Motivation und Handlungsfähigkeit so in deinem Beruf eigentlich vielleicht auch? Ich finde die Frage nach der Handlungsfähigkeit in Verbindung mit Systemrelevanz und so dockt ja an das, was ich vorhin gesagt habe, dass es wichtig ist, mein Handeln als Sozialarbeiterin im Frauenhaus eingebettet zu sehen in gesellschaftliche Machtverhältnisse. Ne? Ob das jetzt irgendwie Sexismus ist, Rassismus, Ableism oder einfach auch unser kapitalistisches System. Und dass diese mich umgebende oder uns alle umgebenden Machtverhältnisse eben meine Handlungsfähigkeit einschränkt. So, ne? Und dass ich eben nicht sozusagen alles machen kann, was in meiner Macht steht oder alle Hebel in Bewegung setzen kann, um den Frauen bestmöglich zu helfen, weil ich einfach nur bedingt Möglichkeiten habe durch diese Einschränkung. So, ich brauche, und das ist eben deswegen wichtig, das immer weiterhin zu fordern oder zu skandalisieren, ich brauche mehr finanzielle Ressourcen, ich brauche mehr Beratungsangebote um mich rum, um eben noch handlungsfähiger zu werden, weil ansonsten ist es schon irgendwie, habe ich natürlich eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit. So, ne? Wenn ich zwar Zeit habe und auch Engagement habe und ein gutes, also wir irgendwie, ich mit meiner Klientin gut arbeite und es läuft alles super und es ist sozusagen von beiden Seiten Engagement da, das hilft mir nicht, wenn eine Frau zum Beispiel eine schwarze Frau, die ich betreue im Frauenhaus, wenn die zu mir kommt und sagt, ey,
die hat sich super reingehangen, hat alle möglichen Sachen, alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt und ist super eigenständig, macht alles Mögliche, so von jetzt auf gleich. Und dann kommt sie nach der 10. Wohnungsbesichtigung zu mir und sagt, ey, ich wurde schon wieder abgelehnt. So. Also da bin ich dann nicht mehr handlungsfähig, so, ne? Weil da irgendwie so verschiedene Sachen ineinander schränken. So ein Sexismus, der sich äußert in zu wenig für Gewalt betroffene Frauen zur Verfügung gestellte Wohnungsplätze, der dann ineinander greift mit wahrscheinlich einem antischwarzen Rassismus von irgendwelchen VermieterInnen oder von Wohnungsbaugesellschaften. Und da kann ich dann halt auch nichts machen, so als in Anführungszeichen engagierte, intersektional denkende Sozialarbeiterin. Ne? Also da sind dann einfach die Grenzen so. Aber und wie schaffst du es mit so Frust dann da umzugehen? Naja, also es ist nicht so leicht. Ich glaube, es ist wichtig, es ist total wichtig, das zu reflektieren. Das habe ich jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Podcast total gemerkt, dass ich, weil ich eben, das meinte ich ja vorhin auch so, manchmal fehlt mir einfach sogar die Zeit oder der Denkraum, um mir überhaupt auf diese ganzen gesellschaftlichen Verknüpfungen und um die Einschränkungen, die mich umgeben, so darüber überhaupt nachzudenken. Und das ist total, da ist mir nochmal so die Wichtigkeit von sowas total klar geworden. Und ich mache das schon auch mit sozusagen Kolleginnen, indem ich mich mit denen darüber austausche. Das ist total hilfreich, indem ich da Frust ablasse und auch sozusagen dann in der Reaktion auch das Gefühl habe, okay, mir geht's nicht alleine, so Supervision und so eine Sachen sind da total wichtig für, aber auch so Austausch mit euch oder mit anderen, mit Freundinnen, die das irgendwie das Ähnliche machen oder mit denen ich studiert habe oder so, das ist super, super wichtig. Und eben, dann kommt, glaube ich, noch hinzu, dass es wichtig ist, irgendwie sich dann doch politisch auch Gehör zu verschaffen. Also sei es jetzt irgendwie auf einer professionellen Ebene innerhalb der Arbeit, als auch auf einer privaten Ebene. Das merke ich schon, wie das irgendwie ein sehr, sehr gutes, produktives Ventil sein kann, um mit diesem Frust fertig zu werden. Nochmal zu diesem Thema Handlungsfähigkeit. Inwieweit würde ich nochmal fragen, inwieweit, was für Strukturen brauchst du oder auf welche Strukturen kannst du zählen, um überhaupt das machen zu können, was du gerade machst? Also auf jeden Fall brauchen wir die Vernetzung, und das ist ja auch was über Jahrzehnte lang gewachsen ist, mit anderen Frauenhäusern, mit anderen Antigewalteinrichtungen. Da gibt es ja sozusagen, also beispielsweise die Frauenhauskoordinierung, so als koordinierende Institution, die auch immer sozusagen konsultiert werden kann, aber da gibt es auch noch ganz andere, wenn irgendwie, weiß ich nicht, es Fragen gibt oder Unsicherheiten und so. Und also diese Vernetzung auf der Ebene ist, glaube ich, total wichtig, um einerseits, um auch zusammen politische Forderungen formulieren zu können, um sich auszutauschen, um zu sagen, ey, bei uns läuft das genauso krass, also das ist eben was Strukturelles, das ist kein Einzelfall, dass wir hier den und den Mangel haben, dass bei uns so viele Kolleginnen krank sind, das hat ja auch was mit geringer Bezahlung und hoher Belastung zu tun, lass da mal eine politische Forderung rausstellen. Und so insofern ist das total wichtig, also weiß ich nicht, als so ein Pfeiler, auf den man sich verlassen kann, ohne den wir uns, glaube ich, ganz schön einsam vorkämen, so gerade vor allen Dingen nochmal, also generell aber jetzt auch nochmal zu Zeiten von Corona. Wir tauschen uns so wöchentlich mit den anderen Berliner Frauenhäusern aus und das ist, glaube ich, total wichtig. Und ja, gleichzeitig natürlich auch so ein Vertrauen ins Team, dass man sich darüber einig ist, was denn jetzt gerade irgendwie das primäre Ziel ist. Und zwar, dass es irgendwie läuft, dass die weitere Instandhaltung des Frauenhauses sozusagen garantiert werden kann als unser Ziel, dass es den Frauen da relativ gut geht, dass so existenzielle Bedarfe gedeckt werden,
Das ist so unser gemeinsames Ziel, würde ich mal sagen, auf das man sich dann auch verlassen kann und auf Grundlage dessen man dann auch gut arbeiten kann, auch zu diesen erschwerteren Bedingungen, sei es jetzt über irgendwelche Skype-Calls Sachen auszumachen oder über Telefon, ohne sich die ganze Zeit zu sehen. Das ist natürlich schon schwieriger, aber das hilft mir auf jeden Fall, um innerhalb dieser Zeit irgendwie weiter handlungsfähig zu bleiben. Gut, und möchtest du daran anschließend jetzt vielleicht einfach zum Abschluss nochmal sagen, was eigentlich deine politischen Forderungen sind oder was du eigentlich bräuchtest für die Zukunft, um besser arbeiten zu können, damit deine Arbeit weniger ist? Ich habe ja schon irgendwie ganz oft jetzt durchklingen lassen, dass es bei Weitem nicht genug Frauenhausplätze gibt, ob jetzt in Berlin, Deutschland oder auf der ganzen Welt. Also ich fordere mehr Frauenhausplätze, ich fordere die Einhaltung der Istanbul-Konvention, die aber nicht nur mehr Frauenhausplätze einfordert, sondern eben auch zum Beispiel barrierefreie Frauenhäuser einfordert. Und also das ist zum Beispiel auch noch ein ganz großer Punkt, eine ganz große Leerstelle, dass die meisten auf dem Papier sozusagen in der Theorie ist es so, dass gesagt wird, alle Frauen unabhängig von sozialer Herkunft, ethnischer Herkunft, Aufenthaltsstatus, so Behinderung, Alter, was weiß ich, also in Sachen sexueller Orientierung sollten eigentlich Zugang zum Frauenhaus haben, aber dann scheitert es oft daran, dass zum Beispiel die Frauenhäuser nicht barrierearm oder barrierefrei sind, dann scheitert es daran, dass Frauen oft nicht aufgenommen werden, weil, was heißt oft, aber manchmal nicht aufgenommen werden, weil sie kein Deutsch sprechen, weil sie keinen sicheren Aufenthalt haben, weil sie keine Papiere haben, weil sie psychisch zu stark auffällig belastet sind und so weiter. Und meine Forderung dahingehend wäre auf jeden Fall, dass einerseits die Strukturen dafür geschaffen werden, dass eben tatsächlich alle Frauen Zugang zum Frauenhaus haben, also dass die finanziellen Ressourcen da von Seite des Staates oder des Landes zur Verfügung gestellt werden, aber gleichzeitig natürlich auch, dass innerhalb der Frauenhäuser unter den Mitarbeiterinnen dann eine stetige Sensibilisierung passiert, also in Bezug beispielsweise auf diese verschiedenen schon angesprochenen Machtverhältnisse, dass es da eine konstante Weiterbildung gibt und dass das nicht irgendwie, dass nicht so Fragen wie Rassismus oder Transfrauen oder Disability, Behinderung irgendwie abgetan werden mit so einem Wochenendseminar, sondern dass es da tatsächlich eine kontinuierliche inhaltliche Weiterbildung gibt, dass auch die Teams diverser aufgestellt werden, dass sich auch so die Frauen, die das Frauenhaus in Anspruch nehmen, repräsentiert fühlen, dass sie sich auch, dass sie auch zunehmend in ihren Erstsprachen irgendwie beraten werden können und so weiter und so fort, dass generell vielleicht ein intersektionales Denken stärker angestrebt wird von den Mitarbeiterinnen im Antigewaltbereich oder im Frauenhausbereich, so dass eben tatsächlich irgendwann alle Frauen gleichermaßen Zugang zum Frauenhaus haben. So. Und nicht einige mehr und andere weniger. Das wäre meine Forderung. So. Danke, Victoria, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es war sehr interessant, mit dir zu reden. Und auf bald. Ja, war sehr schön, dich hier haben zu dürfen. Danke euch, es hat mich sehr gefreut. Auf bald. Distanziert. So, das war unsere zweite Aufnahme. Für mich meine erste Interviewaufnahme. Es war ganz schön aufregend. Wir, die diesen Podcast machen, haben uns sehr gefreut über die ganzen Rückmeldungen, die wir schon hierfür bekommen haben. Und freuen uns auch weiter, wenn ihr uns anschreibt. Also wir versuchen nicht nur gerade zu verstehen, was eigentlich in der Welt generell passiert, sondern auch, was es eigentlich heißt, einen Podcast zu machen und wie das funktioniert. Deswegen freuen wir uns über Kritik und Anregungen.
Die könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken. Unsere E-Mail-Adresse ist nahunddistanziert@posteo.de oder ihr könnt uns auch über Twitter und Instagram erreichen. Genau, und dann hört ihr uns bei der nächsten Folge wieder. Da sprechen wir mit Fabian Schmidt, der ist Jugendreferent vom Gewerkschaftsbund. Und es wird um Arbeitsrechte und Arbeitskämpfe gehen. Und falls ihr dazu Fragen habt oder auch interessante Links, schickt sie uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Nah und distanziert.